Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 1, muss man ja mittlerweile dazu sagen. Wir schauen uns heute eine Mod an, die heißt Ultimate Mixed Eras und kommt von Kai Odenik. Die haben uns auch mal schon vor einer Weile angeguckt, aber die hat mittlerweile ein riesiges Update bekommen mit richtig coolen neuen Funktionen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Aber jetzt erstmal kurz zur Mod an sich. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Funktion eingehen, sondern wirklich nur auf die Neuerungen, weil wir haben uns das, wie gesagt, damals schon mal angeguckt. Aber grob zusammengefasst macht diese Mod halt auch, dass man in der Jurassic Park Ära alle Gebäude aus der Jurassic World Ära benutzen kann. Und die Enhanced Terrain Tools sind auch in dieser Mod enthalten. Das heißt, man muss nur diese Mod installieren und hat dann Mixed Eras, Enhanced Terrain Tools und jetzt auch noch viele weitere Funktionen, die ich euch jetzt vorstellen werde. Die erste neue Funktion, die wir bekommen, ist, dass man bei diesem Heli-Ankunftspad aus der Jurassic Park-Ära jetzt die Möglichkeit hat, Fernausbrütung vorzunehmen. Das heißt, man hat hier wirklich ein Entwicklungslabor mit integriert quasi. Man kann hier auch ganz normal Upgrades dann anwenden. Hier gibt es übrigens auch neue Upgrades, die sind auch in der Mod enthalten, aber die waren schon länger da, dass man schnelleres Ausbrüten hat. Und zum Beispiel immer Erfolg und sowas hat, das ist sehr, sehr praktisch. Oh, hier kann man sogar um 2 erhöhen direkt, die Kapazität. Dann ist man direkt mit einem voll. Ach nee, um 3 wird das sogar erhöht. Ja. Das sind aber alles alte Sachen, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Man hat jetzt aber hier, wie gesagt, die Möglichkeit, Lebewesen auch aus der Ferne dann zu sich in seinen Park zu holen. Wir nehmen jetzt mal hier so einen Giga. Den brüten wir mal ganz schnell aus. Und dann können wir den einfach zustellen und dann wird der hier geliefert. Übrigens, dass die Gebäude hier jetzt schnell errichtet werden und die Dinosaurier schnell ausgebrütet werden, das liegt auch noch daran, dass ich Remod benutze. Also nicht wundern. Das mache ich einfach nur, weil es ein bisschen angenehmer ist zum Bauen. Aber ihr seht, der Giga kommt geliefert, hat alles wunderbar geklappt. Den sperren wir jetzt gleich mal schnell ein, würde ich sagen. Und dann kommen wir direkt zur nächsten neuen Funktion. Nämlich haben wir jetzt bei diesen drei verschiedenen Touren, die wir hier haben. Einmal die Gyrosphärenfahrt, die Jurassic Tour und die Parktour mit diesen Ford Explorern. Dort haben wir keine Streckenbegrenzung mehr. Und was das heißt, das zeige ich euch jetzt. Also keine Streckenbegrenzung heißt wirklich keine Streckenbegrenzung. Das ist mega cool. Das heißt, wir können jetzt hier die Strecke bauen, wie wir wollen. Und das funktioniert dann alles noch. Man kann zum Beispiel die Strecke durch sich selbst schlängeln lassen. Auch wenn es rot angezeigt wird, kann man klicken. Oder man kann durch Wege bauen. Das ist richtig, richtig cool. Man kann, glaube ich, sogar, das testen wir jetzt mal, durch andere Stationen hindurch bauen. Ich weiß nicht, ob das hier auch klappt. Bei der Jurassic Tour klappt es auf jeden Fall. Also connecten kann man die leider nicht. Das wäre nochmal eine coole Sache, die geaddet werden könnte. Aber ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich mache das jetzt mal so schön gerade durch. Und ja, dann schlängeln wir mal den Weg zurück. Das soll erstmal reichen. Und dann könnt ihr das gleich mal im Test sehen. Also die fährt jetzt hier wirklich quer durch, auch über den Weg und sowas. Was echt super praktisch ist. Man könnte tatsächlich das sogar so machen. Also das funktioniert ja auch alles ganz normal mit den anderen Sachen. Aber man könnte sogar die Strecke hier durchfahren lassen. Aber ich glaube, dann ist es so, wenn er wirklich irgendwo gegen was Hartes gegenfährt, wie zum Beispiel hier einen Zaun. Aber man kann sogar noch das Tor einbauen, logischerweise. Aber man kann auch einfach so die Strecke durchbauen. Das geht auch. Aber wenn man irgendwie gegen sowas Hartes fährt, wie ein Gebäude hier vorne, dann werdet ihr auch gleich sehen, das Auto bleibt dann da stecken, ganz normal. Aber jetzt seht ihr gleich, die Tour funktioniert hier wirklich einwandfrei. Kann jetzt hier sich selber kreuzen, was super praktisch ist. Seht ihr, das klappt ohne Probleme. Richtig nice. Und diese ganzen Baubegrenzungen, die waren ja mal ein riesiges Problem bei Jurassic World Evolution. Also allein schon diese Änderung macht so viel aus. Aber das war noch lange nicht alles, Leute. Diese Mod hat so viel zu bieten, ich sag's euch. Wir schauen uns das aber natürlich jetzt erstmal an. Fährt auch hier ganz normal über den Weg. Das war tatsächlich auch schon vorher möglich in der Mod. Allerdings ein bisschen komplizierter. Mittlerweile kann man einfach die Strecke bauen, wie man möchte und es funktioniert. Also super angenehm. Und jetzt kommt der große Moment.
Oh, die fährt sogar da hoch. Oh, wie nice ist das denn gemacht? Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die da wirklich durchfährt. Das ist ja richtig nice. Dann könnte man diese Station rein theoretisch auch einfach benutzen. Und dann kann man wirklich mehrere Stationen miteinander verbinden. Nicht schlecht. Ah, das ist so cool. Haben wir jetzt hier schon irgendwie ein Exempel? Ach nee, wir haben es gar nicht verbunden hier. Ich mach das mal schnell. Also das Ganze funktioniert tatsächlich dann auch mit der Jurassic Tour und mit der Jeep Tour. Die gibt es ja auch noch. Also die hier, die Park Tour. Also da braucht ihr keine Sorge haben. Das brauche ich euch jetzt, glaube ich, auch nicht alles zeigen. Da könnt ihr mir glauben. Habe ich alles ausprobiert. Ah, jetzt fährt er los. Sehr schön. Ah, jetzt seht ihr, okay. Also wenn ihr da wirklich durch was Hartes durchfahren wollt, dann brettert er da schon gegen. Das geht dann halt nur bei den Stationen. Bei dieser Tour kann man es auch so machen, dass man hier die Strecke durchführt und dann fährt er hier rein und kommt da wieder raus. Also das hatte ich schon getestet. Bei den Gyrosphären scheint es ja dann auch zu funktionieren. Und die nächste neue Funktion ist auch richtig gut, denn diese ermöglicht es uns, dass wir Wege ohne Begrenzung bauen können. Das heißt, wenn das jetzt hier rot angezeigt wird, ist das ganz egal, wir können ihn trotzdem platzieren. Und der Weg funktioniert auch. Es ist einfach super gut, gerade auch so bei Gebäuden. Da kann man dann zum Beispiel hier auch mal, was man vorher nicht konnte, den Weg vernünftig anbringen und auch hier noch hinmachen. Und das Schöne ist dann auch, wenn man hier unter Weg platziert, laufen die Leute auch dann darüber. Das heißt, man kann sogar dann bestimmte Gebäude so machen, dass die so aussehen, als wenn die Leute die dann benutzen. Zum Beispiel nehmen wir da mal ein, irgend so ein Industriegebäude einfach mal, hier so eins. Platzieren wir mal hier hin. Und jetzt könnten wir es zum Beispiel machen, dass die Gäste hier vorne über diese Fläche gehen. Man darf sich übrigens nicht abschrecken lassen von diesem roten Anzeige. So ungewohnt. Und jetzt seht ihr das dann gleich. Die Gäste gehen dann auch wirklich hier rüber. Und das kann man halt bei jedem Gebäude machen und überall, wo man möchte. Das ist richtig cool. Wie cool das aussieht. Damit kann man halt diese Gebäude wirklich mal ein bisschen lebendiger wirken lassen. Und so, dass die Besucher das auch benutzen. Hier könnte man die auch einen Weg entlang führen. Das ist mega nice. Also da kommen mir gerade richtig viele Ideen. Ich kriege gerade wieder richtig Lust, ein neues Parkbauprojekt anzufangen mit den neuen Funktionen. Ich weiß halt nicht, wie es hier ist mit dem Zaun. Ob die da durchgehen können oder nicht. Das wäre nochmal ein Test wert. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. So, jetzt mal gucken, ob die Frau sich da durchwagt. Nee, okay. Die verschwindet einfach. Das hatte ich gerade schon mal. Ich wollte es noch ein bisschen mehr testen. Also durch Zäune scheinen die nicht durchlaufen zu können. Aber wir probieren jetzt nochmal was aus, was ja eh viel interessanter ist. Durch Zäune ist ja voll unrealistisch. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Tor hinsetzt, was übrigens auch mittlerweile möglich ist, denn die Gebäude haben auch keine Baubegrenzung mehr, dann können wir mal gucken, ob das klappt. Leute, keine Fotos machen, ihr sollt da durchgehen. Ihr seid Versuchskaninchen. Guck mal, das klappt einwandfrei. Wie cool ist das denn? Endlich ein Tor mit einem Weg drunter. Das ist einfach mega cool. Ja, das ist richtig. Genau, und wir sind jetzt ja eigentlich schon direkt beim Punkt Gebäude, haben auch keine Baubegrenzung mehr. Kann ich euch ganz leicht zeigen. Man kann die auch einfach ineinander platzieren. Oh. Shit, was geht denn jetzt ab? Oh Gott. Houston, we got a problem. Okay, das war nicht meine Intention. Das ist ja witzig. Damit kann man ja richtig rumtrollen. Ich glaube, ich warte jetzt mal kurz, was passiert, wenn der starten will. Das interessiert mich gerade. Oh, jetzt kommst du direkt. Okay, brauchen wir gar nicht warten. Okay, nicer Move. Hat der Pilot gut gerettet. Achso, und jetzt landet er direkt. Jetzt bin ich im Trollmodus, Leute. Tut mir leid. Müssen wir aber nochmal testen hier. Was passiert denn, wenn wir davon mehrere machen? Oh Gott. Das ist ja Chaos. Ja, jetzt eskaliert das. Oh Gott. Okay, das ist ja mega cool. Aber ich denke, daran seht ihr schon ganz gut, dass
keine Baubegrenzung sehr, sehr unterhaltsam sein können. Gut geparkte Helis. Vor allem landen jetzt hier, glaube ich, 5 verschiedene Helis. Das kann auch viel zu Chaos führen. Geht natürlich auch mit anderen Gebäuden und Zäunen und sowas. Also es ist richtig nice. Können jetzt zum Beispiel auch hier einen Zaun vorbauen einfach oder hier durch. Wie wir wollen. Ich weiß, es wird jetzt hier wieder alles chaotisch. Oh. Okay, das könnte ich mir stundenlang anschauen mit den Helis. Das ist sehr unterhaltsam. Ist das witzig. Okay, cool. Ja, geht mit allen Gebäuden. Also ich habe es gerade schon so ein bisschen durchgetestet. Da könnt ihr dann wirklich frei hantieren, wie ihr wollt. Ihr habt gar keine Begrenzung mehr. Es ist einfach mega, mega cool. Und genau das gleiche gilt auch für Szenerie-Items. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel irgendeinen Baum oder sowas habt, könnt ihr den ohne Probleme hier auf dem Weg platzieren und dann viel, viel schöner und angenehmer alles dekorieren. Ohne Baubegrenzung. Wenn es rot angezeigt wird, einfach drücken und es funktioniert. Ist das nicht ein Traum? Es ist einfach nur wunderschön. Ich liebe das. Da kann man dann auch zum Beispiel Gebäude verschönern. Ich habe hier... Moment. Da haben wir das. Das ist jetzt von mir die Mod. Oh, das kann man sogar ins Wasser platzieren. Guck mal, das ging vorher auch nicht. Wie cool ist das denn? Kann ich jetzt hier auch Wasser zeichnen? Nee, okay, das geht nicht. Aber wenn ich vorher Wasser mache, dann kann ich das so ins Wasser platzieren, ohne dass das Land angehoben wird. Das ist ja auch interessant. So viele neue Möglichkeiten. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch das Ding hier noch verfeinern mit Bäumen und sowas. Weil ihr jetzt ja keine Begrenzung mehr habt. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch Felsen da reinmachen. Das ist einfach so cool. Was diese Mod alles möglich macht. Ganz, ganz neue Baumöglichkeiten haben wir durch die Mod. Und dann können wir auch schon direkt zum nächsten Punkt kommen. Der hat nämlich auch was damit zu tun mit der Szenerie. Denn diese Szenerie-Items, wenn man die platziert, war es ja immer so, dass sie das Gelände abgeflacht haben und angepasst haben. Jetzt kann man die wirklich ohne Probleme platzieren. Die werden so platziert, wie sie auch angezeigt werden, ohne dass das Terrain sich verändert. Das ist super praktisch. Ich weiß, das schwebt jetzt zwar, aber es war ja vorher halt immer so, dass irgendwie man hat vorher das Terrain angepasst und dann im Nachhinein diese Sachen platziert und dann haben die einen irgendwie wieder die Sachen kaputt gemacht, die man vorher angepasst hat. Und das hat man halt jetzt nicht mehr das Problem. Dann kann man halt im Nachhinein ein bisschen das Terrain dann dementsprechend anpassen. Also wenn man sich hier genug Zeit nimmt, kann man das sicherlich auch schön machen. Und ihr seht auch, durch diese Baubegrenzung kann man richtig coole Klippenlandschaften machen. Und das mit den Standardfelsen, weil man die halt alle ineinander verschachteln kann, wie man möchte. Das ist richtig cool. Also das ist wirklich eine Mod, die kann ich nur jedem ans Herz legen. Da hat der Kai Odenik wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Und das nächste, was möglich ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, jetzt Fieder auch unter Wasser zu platzieren. Das heißt, wenn ich den hier mache, würde normalerweise das Land angehoben werden. Aber ich kann den jetzt auch platzieren. Und der ist im Wasser dann drin. Was ziemlich cool sein kann, wenn man eine bestimmte Fieder hat. Zum Beispiel irgendwelche Fische oder irgendwas anderes. Da gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar, die man installieren kann mit Mods. Dann kann man die auch einfach unter Wasser machen. Oder man kann sie sogar im Boden versenken. Wenn ich jetzt hier das Wasser entferne und dann einmal das Land begradige, dann ist der Fieder noch hier. Ganz normal. Aber im Boden versenkt. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit irgendwelchen Deko-Sachen, ich habe jetzt leider bei dieser Mod, oder ich habe jetzt gerade keine Mod installiert, wo man das jetzt schön gestalten könnte. Aber dann könnte ich hier zum Beispiel irgendwelche Büsche und Gras drüber machen. Da gibt es ja auch richtig coole Deko. Und dann sieht es so aus, als wenn zum Beispiel Pflanzenfresser oder sowas ja einfach am Boden grasen. Oder hier irgendwie was anderes fressen, was man selber dahin platziert mit Szenariesachen. Das ist auch ziemlich cool, die Funktion. Und noch eine Sache, die das Bauen mit Terrainsachen mega vereinfacht. Ich mach mal hier kurz wieder auf, damit die Tour fahren kann. Denn wir können jetzt auch das Terrain anpassen, wenn da irgendwelche Objekte im Weg sind. Zum Beispiel so eine Gyrosphäre, dann kommt man das Terrain immer nicht richtig anpassen. Jetzt kann man wirklich anpassen, wie man möchte. Und dann fällt auch die Gyrosphäre darunter. Das ging zum Beispiel vorher nicht. Macht es halt auch ein bisschen einfacher. Auch wenn Dinos und sowas im Weg sind. Seht ihr das? Normalerweise ist das Terrain dann immer an der Stelle unten geblieben. Jetzt kann der Giga einfach mal fliegen bis in den Himmel. Wie weit hoch geht's denn? Ich merke schon, dieses Video hat leichte Troll-Tendenzen. Einfach weil diese Mod so viele Möglichkeiten uns bringt. Junge, wie hoch geht das? Ich glaube, das ist gleich Maximum. Der dreht schon durch, der Giga. Ich glaube, der da... Oh Gott, was ist jetzt mit der Kamera?
Okay. Das will ich jetzt aber sehen, wie der da runterklettert. Oh Gott. Oh, ist das geil. Nicht schlecht. Bergsteiger-Giga. Oh, guck mal. Man kann sogar jetzt Feeder so in Gebäude platzieren. Das ist ja auch cool. Das habe ich jetzt hier aus Versehen gemacht, aber man kann dann auch Feeder mit Gebäuden kombinieren. Ach, so viele neue Möglichkeiten. Und die nächste Funktion verbessert auch etwas, was mich immer ein bisschen genervt hat beim Bauen. Nämlich war es ja immer so, dass wenn man hier diese Bäume gepinselt hat, dass das immer dann teilweise ewig gedauert hat, bis dann Bäume kommen, also so wie es jetzt ist. Und der KI Udinik hat das jetzt so angepasst, dass wenn man die Intensität hochstellt, dass es einfach super, super schnell geht. Es ist richtig angenehm und je nach Intensität geht es halt schneller oder langsamer, was echt praktisch ist. Also damit kann man jetzt richtig gut pinseln hier und ohne Probleme. Klappt natürlich auch mit den ganzen Büschen und sowas. Der Radius ist alles noch, wie gehabt, bei den Enhanced Terrain Tools gleich geblieben. Aber jetzt seht ihr, wie schnell man so eine Fläche füllen kann. Richtig angenehm. Und der letzte Punkt für heute ist, dass man mit den hier Ausmalen von den Terrain das Ganze ein bisschen genauer machen kann. Also hier kann man auch mit der Intensität spielen. Und das funktioniert wirklich viel besser mit den Übergängen und sowas. Wurde nochmal deutlich verbessert. Also da kann man richtig schön jetzt pinseln. Ihr seht ja, wie schön diese Übergänge werden. Das war immer manchmal ein bisschen lästig, dass es dann so eckig und kantig aussah. Da musste man dann oft überpinseln. Das funktioniert jetzt auch deutlich besser. Ist auch richtig cool. Ich denke, man hat schon ganz gut gemerkt, wie viele Möglichkeiten man hier hat und wie viel Spaß ich jetzt schon im Vorstellen von dieser Mod hatte. Also das ist richtig nice. Das eröffnet wirklich neue Möglichkeiten für Jurassic World Evolution und ist für mich echt eine bahnbrechende Mod. Also dieser Heli, geil. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Also Kai Udinik, vielen, vielen lieben Dank für diese coole Mod. Der YouTube-Kanal von Kai Udinik ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, denn Kai Udinik hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber Leute, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Achso, die Mod ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, bevor ich es vergesse. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.